Also, keine Spoiler hier. Aber ich sag mal so, die Fragen, die in Staffel 1 offen gelassen wurden, die werden in Staffel 2 beantwortet. Also, wenn man die Staffel 1 gesehen hat und mit vielen Fragezeichen zurückgelassen wurde, sorry nochmal dafür, dann ist es jetzt, glaube ich, recht befriedigend, die Staffel 2 zu gucken. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Es wird mehr Mystery, mehr Science-Thriller sein. Es wird sehr erwachsener werden. Also jeder, man merkt auch, jede Figur hat einen sehr großen Sprung gemacht. Trotzdem tappt man auch immer von Anfang an sehr im Dunkeln, so wie Mia auch. Aber es wird sehr, sehr spannend. Und es wird wieder eine Staffel sein, wo man nicht aufhören kann zu gucken, glaube ich. Gut, also was Mia und Lorenz waren ja große Konkurrentinnen und Feindinnen, möchte man fast sagen, und haben aber auch viel gemeinsam. Also sie sind beide natürlich sehr getrieben, sind beide sehr zielorientiert und verfolgen mit allem, was halt nötig ist, ihre Ziele. Und in der neuen Staffel haben beide Figuren gemeinsam, dass sie beide alles verloren haben. Also Lorenz hat alles verloren wegen Mia, aber Mia hat auch viel verloren, mehr noch als ihr am Anfang klar ist. Und das verbindet sie natürlich und macht sie in einer gewissen Weise zu Partnern. Vielleicht streckenweise, muss man dann gucken, aber die Frauen sind sich ähnlicher, als man denkt. Man kann auf jeden Fall sagen, dass die zweite Staffel spannender ist als die erste, weil es war natürlich so, in der ersten Staffel muss man ja am Anfang erstmal die Figuren kennenlernen, die ganze Welt kennenlernen, das alles etablieren, und die erste Staffel wurde von Folge zu Folge spannender. Und jetzt bei der zweiten Staffel steigen wir quasi auf dem Level der Spannung ein, wie Staffel 1 aufgehört hat, und steigern uns von da immer mehr. Also kann man auf jeden Fall sagen, es ist spannender. Es ist aber natürlich auch noch lustig zwischendurch, und man hat natürlich auch irgendwie den Spaß, den halt Leute in dem Alter nun mal einfach mitbringen im Leben. Der ist schon noch da, aber ich würde schon sagen, man bleibt dran. Das spielt keine Rolle. Also wir starten die zweite Staffel mit einem ganz neuen Problem für die Mia, was mit dem alten Problem zusammenhängt. Und mehr möchte ich noch gar nicht verraten, aber wir gehen nicht mehr auf Moskitojagd. Für mich war alles eine große Herausforderung, weil ich Mia spiele und Mia nichts mehr weiß. Und da muss man sich als Schauspieler auch fragen, okay, wie ist das, wenn einfach mein Gehirn für 3 Monate gelöscht ist? Und deshalb war das für mich auch ein Prozess während dem Drehen. Klar, wir haben nicht chronologisch gedreht, aber immer wieder, also wir begeben uns eigentlich auf die Reise mit Mia, herauszufinden, wer sie neu ist oder wer sie war. Deshalb war das für mich auch immer wieder so ein bisschen von Null anzufangen. Also das war eine große Herausforderung. Ja. Ja, also im Endeffekt, wir machen ja Biohackers nicht, um irgendwelche ethischen Themen zu diskutieren, weil dann könnte man sich auch eine Talkshow anschauen. Also wir machen Biohackers, weil wir die unterhaltsamste Show im deutschen Streaming machen wollen. Und das ist das Ziel. Aber natürlich ist es auch spannend, wenn es irgendwie um was geht. Und natürlich ist es auch spannend, wenn es nicht nur Schwarz oder Weiß gibt und Gut oder Böse, sondern auch viele graue Abstufungen dazwischen. Und wenn man Fragen, also auch die Figuren Fragen verhandelt und diskutiert, wo man nicht sagen kann, okay, der ist richtig, der ist falsch, sondern wo man sagen kann, okay, ist vielleicht nicht meine Meinung, aber ist auch ein Punkt so, ja. Und das, finde ich, macht auch eine gute Show, und auch eine Show, die jetzt heute und jetzt ist. Wir sind ja auch nicht mehr in den 90ern. Also von daher, ja, es geht auch wieder um was, auf jeden Fall. Da müsst ihr die Staffel gucken. It's a roller coaster. Ja, das ist, man versammelt viele Leute um sich, die schlauer sind als man selber, und die einem das alles erklären können. Im Endeffekt wie in der Schule, ne? Also ich war nie der Beste in Biologie, aber ich war immer befreundet mit den Leuten, die es besser konnten als ich, und die haben mir dann gesagt, was ich anders machen muss, damit es alles Hand und Fuß hat. Und wir haben, wie in der ersten Staffel auch, hatten wir jetzt wieder wissenschaftliche Berater, die also quasi die Besten in ihrem Feld sind, weil mir war es ja in der ersten Staffel schon wichtig, dass das alles stimmt. Und wir haben, das muss ich mal sagen, in der ersten Staffel gab es so ein paar Stimmen, die gesagt haben, oh, das ist ja alles irgendwie absurd, und wer hat sich denn das ausgedacht? Und dann haben wir aber einen Artikel bekommen im Science Magazine, das ist das renommierteste Wissenschaftsmagazin der Welt ist, und die haben als Einzige geschrieben,
wow, das ist ja alles super akkurat und wie präzise die Wissenschaft alles ist und so. Und das hab ich mir jetzt noch nicht, wollte ich mir eigentlich Rahmen und aufhängen. Ich habe sogar schon den Rahmen, aber ich habe es noch nicht geschafft. Aber. Was ich super fände, wäre so ein Ausschalter, dass wenn ich morgens aufwache, dass ich dann auch wirklich wach bin. Und wenn ich abends ins Bett gehe, dass ich dann auch wirklich müde bin. Ich habe das von Jessica Schwarz geklaut, weil ich den so gut finde. Wie so ein Chip, wo man alle Sprachen kann. Auf Knopfdruck. Also ich darf da ja nicht zu viel erwarten, aber ich glaube, es ist auch wieder ein Ende oder eine Reise, die wirklich in jede Richtung eigentlich gehen könnte. Für jeden Charakter, für jede Gruppe, für jede Freundschaft, für jede Liebe, für jedes Geheimnis. Deshalb, es kann echt in jede Richtung gehen, falls es eine dritte Staffel gibt.